Valentin und ich werden heute bei diesem neuen Gruß zum Grumme YouTube-Video, zu dem ich euch ganz herzlich begrüße, Stockbrot machen. Das heißt, wir machen ein Lagerfeuer, werden dann jetzt einen Teig vorbereiten und den dann über Holzstecken drüber wickeln und so wunderbares Lagerfeuer Stockbrot machen. Stockbrot. Wir mischen jetzt den Teig. Was brauchen wir dafür? Es ist grundsätzlich ein Weizen-Mischbrotteig. Weizenmehl, Roggenmehl. Insofern einmal Weizenmehl 700. Roggenmehl könnte man nehmen, Roggenmehl 69 oder auch Roggenvollkornmehl. In unserem Fall nehmen wir Roggenvollkornmehl. Salz, dann Öl. Warum Öl? Wird knuspriger, wird saftiger und vor allem der Teig wird geschmeidiger. Und wir wollen den Teig dann geschmeidig um einen Haselnussstecken umwickeln und deswegen braucht es ein bisschen Öl. Könnte man genauso Butter nehmen. Was fehlt noch? Aktives Malz und Hefe. Und damit das Ganze trotzdem etwas fermentierte Kultur mittendrin hat, haben wir noch etwas Joghurt dabei. Durch das Joghurt kommt einerseits das Milcheiweiß rein, aber auch Säure. Und Säure macht die Teigstruktur immer ein bisschen spannender, ein bisschen stabiler. Mit Wasser haben wir dann schon alle Zutaten, die wir für unser Stockbrot brauchen. Es ist eine relativ geringe Menge an Hefe drin, weil der Teig ist so angedacht, wir mischen den jetzt per Hand. Er wird nicht vollständig ausgeknetet, aber ziemlich gut geknetet. Dann lassen wir den eine Stunde bis eineinhalb Stunden, könnte man den bei Raumtemperatur stehen lassen, anspringen lassen. Und dann kommt er raus, neben das Lagerfeuer, und können wir in den nächsten paar Stunden irgendwann verarbeiten. Würde man den Teig mit der Knetmaschine mischen, 10 Minuten langsam, 2 Minuten schnell, und so mit der Hand mischt man den Teig jetzt 10 bis 15 Minuten gemütlich durch. 10 Minuten reicht vollkommen. Durch den Roggenanteil ist er ein bisschen schneller geknetet. Und wenn man sich Zeit sparen möchte, könnte man Autolyse machen, das heißt den Teig anquellen, 30 Minuten und dann fertig mischen. Oder man macht einmal zwischendurch ein paar Minuten Pause, lässt den Teig kurz rasten. Da tut sich auch was im Teig, kann man sich aktive Mischzeit sparen. Wir werden den jetzt mit der Slap and Fold Methode kneten. Dazu werden alle Zutaten vorher einmal vermengt, so dass man kein Wasser mehr sieht. Dann das Ganze zu einem homogenen Teigball durchgemischt, durchgefalten und dann wieder durch das Falten und durch das Dehnen fertig geknetet. Man könnte den Teig natürlich auch mit Sauerteig machen. Heute haben wir uns für die Hefevariante entschieden. Und da wird der Teig jetzt auf den Tisch aufgeschlagen und gedehnt und dann drüber gefalten und gezogen und dadurch die Kleberstruktur entwickelt. So, sind wir jetzt ungefähr 60-70% haben wir vom Klebergerüst gut ausgebildet. Man sieht, er reißt noch, aber grundsätzlich ist er schon ganz gut gemischt und das würde schon genügen für unseren Stockbrotteig. Den Teig lassen wir jetzt ungefähr eine Stunde bei Raumtemperatur stehen, 1 bis 2 Stunden, und dann ist er eigentlich bereit, um am Lagerfeuer Stöcke drüber gewickelt, gebacken zu werden. Wir bereiten währenddessen einmal das Lagerfeuer vor.
Da vorne habe ich den Bärlauch gepackt für Christian Grumme Bärlauch, bitte. Die Valentina und ich schneiden jetzt die Stecken für unser Stockbrot. Ich empfehle Haselnuss, im Endeffekt ist es egal. Aber trotzdem empfehle ich die Haselnuss. Für unser Stockbrot werden wir jetzt einmal die Rinde von der Haselnuss entfernen. Dann, was ich mir gedacht habe, ein bisschen Öl rundherum. Ah. Weil als Kind habe ich immer das Problem gehabt, dass mir das Stockbrot am Stirn andickt ist. Das ist vielleicht bei Valentinieren stecken, der noch grün ist, viel besser wie bei meinem eingetrockneten. Aber ja, das ist einmal der Plan. Da ist jetzt unser Stockbrotteig. 3 Stunden hat er jetzt Zeit gehabt, ist wunderbar schön entspannt. Wir werden da jetzt mit öligen Händen dann kleine Stücke runterstechen. Die werden wir in der Mitte nochmal so mit öligen Händen auseinanderzwicken, dass es so ein langer Strang wird, relativ schonend. Den einfach ganz vorsichtig in die Länge ziehen. Wir wollen nämlich nicht zu viel Luft und nicht zu viel Volumen da jetzt wieder rauskriegen. Schön vorsichtig und den wickeln wir um den Stecken um mich. Genau, durch die öligen Hände klebt man natürlich nicht an, könnte auch Mehl verwenden, aber mit Öl ist es ein bisschen einfacher. Und dann von oben beginnend den Teig um und umwickeln. Wichtig, dass es nicht zu dick ist, sonst haben wir das Problem, dass das Ganze nicht gescheit durchgebacken wird. Und dann stellen wir das Ganze so für 5 Minuten zur Stückgare. Nein, stimmt natürlich nicht. Könnte man sofort grillen oder auch noch ein bisschen so rosten lassen. Kann sich der Teig noch ein bisschen entspannen. Dadurch wird wahrscheinlich dann mehr Volumen zusammenkommen. Die 4 Stockbrot werden wir jetzt grillen und Valentina hat da gerade eine gute Idee gehabt. Wir werden das auf der Oberfläche leicht ölen, weil dadurch kriegt es ein bisschen bessere Krusten. Und das zweite ist, dass das den Schwaden etwas ersetzen kann. Die Oberfläche bleibt dadurch elastischer, kann mehr aufgehen und somit haben wir das wohl schönste Stockbrot, was wir je gesehen haben. Hast du schon viel gesehen? Schon lange nicht mehr. Meine letzten Stockbrot-Erinnerungen waren... vielleicht sogar in die 80er. Was? Wenn wir da her schauen, ich habe jetzt ein bisschen einen Bereich freigeräumt, der, wo wir nicht so viel aktives Feuer haben, sondern nur Glut. Der Geleck, das habe ich das gehabt. So, das heißt, da holen wir uns ein bisschen Glut und über dieser Glut werden wir jetzt da unsere Stockbrote dahin grünen. Wieder schon dunkel. Hoppa! Es geht ruckzuck. Schau her. Müssen wir jetzt auf dem Hut sein, wie man so schön sagt. Jetzt wird's. Also, bei dem Stockbrot ist das auch so.
lange Backzeit, damit wir innen drin auf eine Kerntemperatur kommen. Jetzt haben wir da kein Kerntemperaturmessgerät, ist uns egal. Aber eher ein bisschen länger backen und nicht zu scharf, nicht zu ruckartig, damit das Ganze nicht innen drin batzig wird und außen verbrennt. Aber ich glaube, wir haben da schon ziemlich eine okay Quality beieinander und werden jetzt dann uns an die nächsten schmeißen. Schauen wir uns das kurz an, wie das ausschaut. Rundherum schön knusprig. Und wir werden jetzt runtergeben. Schauen wir, ob es runtergingen. Das ist nur ein bisschen heiß. Nehmen wir eins von den ausgekühlten. Naja, hätte ein bisschen besser funktionieren können. Aber es ist durchgebacken, es ist schön flaumig. Und das werden wir uns jetzt schmecken lassen. Das Rezept zu diesem Stockbrot findest du natürlich in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Stockbrot grillen. Boah, das ist richtig knusprig. Cool. Vor dem frischen Stecken geht das viel besser. Ja genau, da pickt es auch. Unbedingt frische Stecken verwenden. Jetzt wissen wir das auch. Frische Stecken und Olivenöl. Ja, super. Ist ja klar, innen drin ist Wasser, gell?